Das Forum Terra Nova liegt direkt am Rand des Tagebaus Hambach. Sein Name Terra Nova steht für neues Land. Man kann von hier aus, von diesem Gebäude und auch hier vom Tagebaurand aus, die Entwicklung des Tagebaus Hambach beobachten. Das Thema dieser Tage ist der Hambacher Forst, wo wir vorhaben, in diesem Winter etwa 100 Hektar Wald zu roden, damit wir die darunterliegende Braunkohle in den nächsten 2-3 Jahren gewinnen können, um damit weiter zur Versorgungssicherheit Nordrhein-Westfalens beitragen zu können. Etwa 15% der nordrhein-westfälischen Stromversorgung basieren auf der Braunkohle, die in diesem Tagebau gefördert wird. Das Spektrum der Menschen, die in Opposition zum Tagebau Hambach und auch zur Rodung des Forstes stehen, reicht von, wie soll man sagen, bürgerlichem Widerstand, Bürgerinitiativen, Menschen aus dieser Region, die nie gewalttätig werden würden, aber mit Argumenten für ihre Sache kämpfen. Dann haben wir zum Beispiel die, die im Wald wohnen, die sich vor Jahren schon in den Häusern eingenistet haben, die ausgebaut haben, die auf diese Weise gegen den Tagebau protestieren. Und dann gibt es den militanten Widerstand. Das sind Menschen, die vermummt herumlaufen, jedenfalls wenn Medien da sind, die Steine werfen, Molotow-Cocktails, die Attacken verüben, Sabotage, nicht nur auf Betriebseinrichtungen, sondern die sogar Menschen angreifen, Polizisten, Sicherheitsmitarbeiter, RWE-Mitarbeiter. Deswegen kann man dieses Spektrum nicht über einen Kamm scheren.